Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf Gamers Check LP. Ich bin der Onkel und ja, wir zocken zusammen die Batman-Reihe, denn jetzt ist es endlich soweit. Die Remastered für die PlayStation 4 kam endlich raus. Ich habe ja gehofft, dass diese kommt, weil ich habe die Reihe schon ewig hier liegen. Und dann habe ich gehört, dass das Gerücht von dieser Remastered-Version. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich diese nicht habe, fange ich die Reihe nicht an. Und deswegen habe ich mir die auch sofort geholt. Untertitel, ja, nein, ich weiß nicht. Ich bin immer so ein... Ich bin kein Fan von Untertiteln, muss ich sagen. Ich würde sagen, jeder kennt das Spiel vielleicht sogar schon. Ich würde mal sagen, ich lasse mal die Untertitel aus, um das Feeling beizubehalten. Und ja, da würde ich sagen, fortfahren. Wir spielen das Ganze auf normal. Und ach, ich freue mich schon drauf. Ich liebe ja die Batman-Reihe. Wir fangen natürlich an, wie auch die Reihe rausgekommen ist. Wir fangen an mit Batman Arkham Asylum. Dann gehen wir zu Batman Arkham City. Zu Batman Origins. Und dann zum Schluss Batman Dark Knight. Und ja, es geht los. Zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Hey, Sharpie. Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie. Wie geht's Frauen und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Claude. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich? Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest. Du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kretin hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Ich glaube, ich bin vorne schon. Ja, Sir. Er wartet an der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie! Filmst du auf meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser.
Es war viel intimer. Mehrere verbundene Gegenstände. Ich will, dass Joker noch eine Zug wird. Das ist nicht der Patient, das ist... Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, Lou, sag's mir. Batarangs? Batcrawls? Batsnakes? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffne das Tor, hol die hier raus. Da stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass ihn nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Aber Zeit. Tick-Tack. Tick-Tack. Hör ich dein Kommando? Was ist los, Doc? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Gut. Bleibt hinter mir. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot. Du entkommst mir niemals. Hey, Job, ich habe Joker! Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bones. Machen Sie das, aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Können Sie meine Temperatur messen? Ich lasse gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Alarm in der Intensivbehandlung. Kategorie 9 Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschutzerlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Dann war es wohl einer der Wachen. Croc, alter Junge, bist du das? Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Er sieht fit aus. Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Schick dir das hier endlich unter Kontrolle! Ja. Bring das Ding hier raus! Dann hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman! Ich reiß dich in Stücke, bis meine Knochen! Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben! Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starren. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in unserer... Was macht er? Bleib, wo du bist.
Hol dir eine Taschenlampe, strahlt ihn an. Anwesenheit in unserer Anstalt ist... Was? Vertraust du mir nicht? Unser Gast. Sich ihm zu nähern. Die unteren Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf Alpha Rot. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell, wir verlieren ihn, John. Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause. Komm rein. Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetroffen. Jetzt lass die Party beginnen. Arrestzellen. So, meine lieben Freunde. Es geht los mit einem Frosch im Hals natürlich. Wie bloppt man nochmal? Ach, mit 3. Gut. Ja! Fight goes on. Ah, ich mag dieses Spiel. Ich mag dieses Kampfsystem. Bam. Ich mag natürlich auch die Grafik. Untersuchungsanstalt Blackgate. Mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Tut mir leid, Batman. Ich muss schnell weg. Ich muss auf die Leute killen. Bam. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen konzentrieren. Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Das System ist blockiert. Wir sitzen hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitstore. Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach kein Versprechen, wie du nicht halten kannst, Bess. Dass ich dich entkommen lasse. Bla, bla, bla. Immer dieses Heldengesülze. Wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Charakterbiografie anschauen. Okay, Story. Police Commissioner James W. Gordon hat seine Karriere dem Kampf gegen Korruption in Gotham City Police Department gewidmet. Genauso hart wie gegen die Korruption ging er gegen das Verbrechen vor. Sein Ziel ist es, Gotham City für all seine Bewohner zu einem sicheren Ort zu machen. Dabei kann es sich auf die Mithilfe eines geheimnisvollen Mitstreiters namens Batman verlassen.
Richtiger Name: James W. Gordon, Beruf Police Commissioner, Operationsbasis Gotham City, Augenblau, Haare weiß, vormals braun, Größe 1,83, Gewicht 82, erstes Auftreten Detektiv Comics, naja, das ist gut. Eigenschaften: erfahrener Polizist, ausgebildeter Kriminologe, beherrscht verschiedene Nahkampftechniken und erfahrener Scharfschütze. Okay. Oh, wir haben noch mehr zu lesen. Das werden wir natürlich tun. Und zwar: Quincy Sharp ist seit 3 Jahren der Leiter der Anstalt von Arkham. Er hat sein Leben in den Dienst der Heilung der geisteskranken Superschurken gestellt, die in Gotham City ihr Unwesen treiben. Derzeit kämpft er im Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters von Gotham. Um seine Ambitionen zu unterstreichen, hat er die Sicherheitsrichtlinien in Arkham verschärft und experimentelle Studien in Auftrag gegeben. Ja, Quincy Sharp, Anstaltsleiter von Arkham, Gotham City, Blau, Grau, 1,73, 86, Batman, oh ja. Die Eigenschaften: ist entschlossen, Arkham zu säubern. Altmodischer Wichtigtuer, der nur Augen für sein eigenes politisches Fortkommen hat. Überspielt mit seiner Verachtung der Patienten von Arkham und seinem Desinteresse an der Behandlung seine eigene Feigheit. Der Joker und Batman. Der Joker ist ein geisteskranker Superschurke, dessen weiße Haut, grüne Haare und blutroten Lippen über das mörderische Wesen hinwegtäuschen, das sich hinter seinem grotesken Äußeren verbirgt. Der selbsternannte Clownprinz des Verbrechens hat zwar keine Superfähigkeiten, ist aber für seine Brutalität und Mordlust berüchtigt. Nicht selten schmiedet der Joker heimtückische Pläne, um seinen Erzfeind Batman zu Fall zu bringen. Ja, unbekannt, Berufsverbrecher, Gotham City, grün. 1,83, 73 Kilogramm. Ja, Eigenschaften: reueloser, gemeingefährlicher Soziopath, der sich einer präzisen psychologischen Einstufung entzieht. Überraschend stark im Nahkampf. Seine Vergangenheit ist unbekannt. Widersprüchlichen und unbestätigten Berichten zufolge ist er ein gescheiterter Komiker, ein ehemaliger Dieb und ein gebrochener Ehemann. Verfügt über verschiedene todbringende Waffen, die oft auf gewöhnlichen Scherzartikeln basieren. Setzt ein Gift ein, das das Gesicht seines Opfers zu einem Joker-ähnlichen Grinsen dehnt und schließlich zum Tod führt. Der Punkt hier mit seiner Vergangenheit, das ist ja dieser Punkt von dem Animationsfilm bzw. von dem Comic The Killing Joke. Müsst ihr euch mal anschauen. Das Comic ist cool. Der Film ist nur am Ende cool. Weil die erste halbe Stunde ist Schwachsinn. Passt überhaupt nicht. Aber egal, trotzdem coole Animation. So, Batman. Nachdem seine Eltern vor seinen Augen erschossen wurden, schwor der junge Bruce Wayne, Gotham City von den kriminellen Elementen zu säubern, die seine Eltern getötet haben. In der Folgezeit erreichte er durch ein gezieltes Training eine unerahnte mentale und körperliche Perfektion und widmete sich dem Studium verschiedener Kampfkünste, moderner Detektivtechniken und der Kriminalpsychologie. Mit Hilfe hochspezialisierter Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge kämpft Batman seither in Gestalt einer Fledermaus gegen die kriminellen Elemente der Stadt und agiert von seiner geheimen Betthöhle unter Wayne Manor aus. Bruce Wayne, CEO, Philanthrop, Gotham City, Blau, Schwarz, 1,88, 95 Kilogramm. Geistige und körperliche Leistungsfähigkeit maximal austrainiert. Arsenal von Ausrüstungsgegenständen, Fahrzeugen und fortschrittlicher Technologie. Erfinder, Detektiv, hochintelligent. Meister fast aller bekannten Kampfkünste. In jedem Bereich der Kriminologie ausgebildet. Abschluss in Naturwissenschaften. Computerexperte, Meister der Verkleidung, fotografisches Gedächtnis, ausgebildet in Tarnungs- und Spionagetechniken und erfahrener Ausbruchskünstler. Okay, yo. Was haben wir denn noch alles? Hier ist nichts mehr weiter. Nope. Dann haben wir die Karte. Okay. Und was ich jetzt hier gleich entdeckt habe, ist, es gibt ja hier noch die Riddler-Rätsel auch und so. Das gibt ja immer verschiedene. Ich werde die jetzt natürlich nicht alle irgendwie versuchen zu lösen. Weil das, glaube ich, das sprengt einfach den Rahmen. Aber warum sind hier so viele Fragezeichen? Wie gesagt, ich habe das Spiel zwar gespielt,
Aber was ist nämlich eigentlich? Achso. Huch. Aber es ist schon ewig her. Aber diese tollen Fragezeichen scheinen nichts zu bedeuten. Herr. Ist da was an der Wand? Nee, das ist mehrere Fliesen sehen so aus. Hölle? Fragezeichen? Hm. Okay, der Joker möchte, dass wir da oben durchgehen. Aber ich möchte natürlich gucken, ob hier noch Sachen sind. Wie ging denn hier rennen? Das war das. Das war das. Okay. Oh, guck mal. Gibt's hier irgendwas Bestimmtes? Drücke dich und bewege, bla bla bla. Machen wir mal. Ah, guck. Riddler-Trophäe gefunden. Der Riddler-Charakter-Biografie ansehen. Die werden wir uns noch ansehen. Aufgrund seines zwanghaften Ringens nach Aufmerksamkeit ist Edward Nigma auf dem besten Wege, der absonderlichste Schurke von Gotham City zu werden, zumal er an den Orten seiner Verbrechen meist obskure Spuren und Rätsel zurücklässt. Batman hat bereits mehrmals bewiesen, dass er in der Lage ist, die Pläne des Riddlers zu durchkreuzen. Letzterer ist allerdings fest entschlossen, ein Mysterium zu erschaffen, das der dunkle Ritter nicht rechtzeitig lüften kann. Eddie Nashton, alias Edward Nigma, Berufsverbrecher, Gotham City Blau, Braun, 1,85, 83 Kilogramm. Genialer Verstand, getrieben vom Verlangen, sich mit Gesetzeshütern zu messen, indem er Hinweise auf geplante Verbrechen hinterlässt und zwanghaftes Verlangen nach Aufmerksamkeit. Okay. Ja, liebe Freunde. Und bevor wir natürlich da oben reingehen, werden wir erstmal ein Päuschen machen. Und zwar ein kleines Partpäuschen. Und es wird... Ja, wie wird es denn gehen? Ich würde sagen, jeden zweiten Tag gibt es ein Batman Arkham Teil. Und ja, also sehen wir uns übermorgen wieder zu Batman Arkham. Nee, Return to Arkham Asylum. Und ich freue mich schon. Bis dahin, tschaußen.